Das andere ist, dass ich euch letztes Mal diese Folie hier gezeigt habe zur Alignierung und da wird viel über den linken Rand gesprochen. Und jetzt kann man sich fragen, und das haben sich sicherlich einige von euch gefragt, unter anderem hat es mich auch Gero gefragt, was ist denn mit dem rechten Rand? Wieso rede ich denn immer nur über den linken Rand? Was ist denn mit dem rechten Rand? Genauso haben wir nie über obere Begrenzungen gesprochen oder ich habe es nicht getan. Und das ist schlecht, dass ich das nicht getan habe. Das ist mir irgendwo durchgegangen, im Eifer des Gefechts zu versuchen, so ein bisschen die fehlende Zeit durch die Veranstaltungskritik selber wieder rauszuholen. Deswegen kümmern wir uns an dieser Stelle nochmal drum. Natürlich sind auch die rechten Ränder interessant für eine gute Alignierung und vor allen Dingen für ein sauberes Aussehen, für ein ordentliches Aussehen. Es geht ja hier um Übersichtlichkeit an dieser Stelle. Nur dadurch, dass ich linke und rechte Ränder ausgleiche, kann ich ja auch überhaupt dafür sorgen, dass es gleiche Abstände zwischen Objekten gibt. Wenn ich das nicht mache, geht das ja gar nicht richtig. Also auch rechte Ränder und auch obere Ränder sollten natürlich an Fluchtlinien ausgerichtet werden. Das betrifft aber nicht Texte. Also gut, obere Ränder bei Texten sowieso meistens nicht so wahnsinnig spannend, aber die Buchstaben, die fransen nach oben ja aus, das ist ja gerade Sinn des Ganzen. Aber bei Texten ist die untere Fluchtlinie natürlich wichtig und der linke Rand. Der rechte Rand ist bei Texten nicht das Hauptkriterium, wohl aber bei User-Interface-Elementen. Ich nehme das jetzt mal an diesem Auswahlfeld, was unter Auszeichnungen steht, wo ohne steht und dann gucken wir mal, was wir da alles für potenzielle Fluchtlinien haben. Wir haben diese linke an dem linken, an dem Element selber, an dem Auswahlfeld. Wir haben die rechte Fluchtlinie und ihr seht, die linke Fluchtlinie schneidet schon andere Fluchtlinien. Das ist schlecht, das haben wir beim letzten Mal gesehen. Bei der rechten Fluchtlinie ist das nicht so, mit Ausnahme dieses etwas aufwendigen Highlighting-Effekt, den man da oben genommen hat, der durchaus auch kritisch betrachtet werden kann. So, dann haben wir natürlich eine obere Fluchtlinie, an der sich diese Elemente orientieren sollen. Das tun sie hier auch gut. Eine untere Fluchtlinie des Elements und dann die beiden Fluchtlinien des Textes, also die Grundlinie des Textes und den linken Rand des Textes. Und das sind die Fluchtlinien, die man beachten kann. Jetzt kann man sich überlegen, ob man zum Beispiel die Beschriftung oben an der Elementfluchtlinie oder an der Textfluchtlinie ausrichtet. Also an der grünen oder an der roten Kante, also diesen beiden hier. Das weiß ich jetzt auch nicht, was da jetzt die bessere Lösung für ist, müsste man sich im Zweifelsfall mal angucken oder vielleicht doch tatsächlich mal experimentell untersuchen. Wichtig ist aber, man nimmt eine von denen und lasst dann nicht irgendwie so hinten links rauslaufen, wie das an dieser Stelle der Fall ist. Also alle Fluchtlinien beachten. Wenn ihr das jetzt für eure Abgabe, für diesen Übungszettel nicht getan haben solltet, weil ich das nicht gesagt habe am letzten Mal, dann ist das nicht so schlimm. Ich habe es ja nicht gesagt, wir können ja schlecht von euch verlangen, dass ihr die Sachen macht, die ich euch gar nicht erzähle. Aber wenn ihr das hinterher machen müsst, irgendwann mal, irgendwo, das Ziel ist ja nicht, dass ihr eine Klausur besteht oder eine Übungszettel macht, sondern dass ihr das hinterher auch anwendet, wenn es denn darauf ankommt, dann sollte man natürlich auf alle Fluchtlinien achten und in der Klausur auch. Gut. Okay, also haben wir die Fluchtlinien an dieser Stelle vervollständigt. Alle Fluchtlinien sind zu beachten und zu vereinheitlichen. Dann hatten wir über Maskengestaltung gesprochen und ihr habt ja in der Hausaufgabe auch eine Verbesserung einer Maske. Diese Maske ist, wie der Aufgabe steht, bezüglich der Aufgabe nur in Bezug auf Fluchtlinien und überflüssige Elemente zu überarbeiten. Also nur im Hinblick auf Übersichtlichkeit. Nicht im Hinblick auf Strukturiertheit, also wie man zusammenhängende Objekte gruppiert und absetzt voneinander. Das ist nicht innerhalb dieser Aufgabe. Kann man machen, schadet nicht, wenn ihr das macht. Ist auch eine schöne Lösung, aber sie gäbe nicht mehr Punkte, als wenn ihr nur nach Übersichtlichkeit Kritikpunkten herangeht. Das kann natürlich in der Klausur anders sein. Dass ihr dann eine Maske kriegt, das ist eine typische Klausuraufgabe, eine Maske, die ist nicht besonders gut und dann habt ihr zwei leere Zettel da drin. Und dann ist die Aufgabe, zeichnet die doch mal neu besser. Oder es gibt so eine Aufgabe wie diese und die möchte ich mal als zusammenfassendes Beispiel an dieser Stelle einfach mal
präsentieren, damit man das ja frühzeitig sieht. Es kommt so eine Aufgabe im Laufe der weiteren Übungszettel und Übungen auch nochmal dran, weil man da auch noch ein paar weitere Sachen beachten müsste, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Also so eine Aufgabe wie zum Beispiel diese hier, es ist eine Bildschirmmaske zu gestalten. Und die muss ein paar Elemente haben. Und jetzt ist es ja üblicherweise so, man fragt denjenigen, für den man die Maske gestaltet, welche Elemente die haben muss, und dann kommt so eine Liste von Elementen und die ist meistens irgendwie so halb sortiert. Irgendwelche Sachen fallen demjenigen erst später ein oder so. Dann hat man so eine Liste, also es muss drauf, es geht um eine Kontaktdatenbank. Nachname, Vorname, Straße, Ort, Postleitzahl, Titel, also Doktor, Professor und sowas, Land, E-Mail-Adresse, Fax, Handy, Telefon, also Festnetztelefon, Kontoinhaber, Bank, IBAN, Facebook-Name, PayPal-Account. Geht also irgendwie wohl auch darum, dass man denjenigen mal Geld überweisen möchte, über verschiedene Möglichkeiten. Dann, ob man denjenigen sitzt oder duzt. Die Relation, die man zu dem hat. Ist das Freund, ist das Familie, ist das Kollege oder sonst irgendwie sowas. Und Firma, also Firmenadresse, falls man den nicht zu Hause anschreibt, sondern eine Firmenadresse. Und zwei Buttons, einen zum Übernehmen und einen zum Verwerfen. So, ihr seht schon, das ist recht durcheinander, was da steht. Das Erste, was man machen muss, ist bei sowas Datenklassen bilden. Das heißt, man sortiert sich die Sachen zusammen, die auch zusammengehören. Das kann man gut auf so einem Schmierzettel machen oder so, indem man einfach irgendwie mit Farbkodierung arbeitet oder was dran schreibt oder wie auch immer. Ich habe das jetzt mal so gemacht. Also das Erste ist, was die Adresse alles angeht. Dann haben wir eine Datenklasse, die bezieht sich auf, welche Relation habe ich denn zu demjenigen. Das Siezen, Duzen zähle ich mal mit dazu. Dann habe ich eine Datenklasse, da geht es ums Telefonieren. Eine, da geht es um eher textuelle Kommunikation. Dann haben wir was, das hat mit Bank zu tun. Und unten bleiben natürlich die beiden Buttons übrig. Das wären die Datenklassen, die man sich bildet. Dann sollte man als Nächstes, und das ist wichtig, die Reihenfolge anpassen. Es ist ja zum Beispiel sehr unüblich, zumindest in Deutschland, erst den Ort und dann die Postleitzahl einzugeben. Auch erst den Nachnamen, dann den Vornamen, gut, das gibt es manchmal, je nachdem, welche Art von Formular man hat. Aber es gibt so bestimmte Standardreihenfolgen, an die man sich halten sollte. Das sind Konventionen, da reden wir später nochmal drüber. Oder auch Arbeitsreihenfolgen, also dass es üblicherweise zum Beispiel üblicher ist, wenn man eine Kontaktdatenbank hat, erst den Namen zu spezifizieren und nicht erst die E-Mail-Adresse. Und später den Namen. Das sind alles solche Sachen, die man an dieser Stelle beachten sollte. Das sind an dieser Stelle jetzt nicht so wahnsinnig viele Änderungen. Es hat vor allen Dingen diese Sache mit Titel, Name, Vorname in der Reihenfolge und Postleitzahl, Ort, Land in dieser Reihenfolge. Ob man jetzt Handynummer oder Telefonnummer, normale Telefonnummer als erste nimmt oder als zweite, das ist fast beliebig. Da kann man so oder so argumentieren. Ich habe hier gleich auch mal ein bisschen so aufgeschrieben, wie man Adressen normalerweise aufschreibt. Das ist ja auch vielleicht eine ganz hilfreiche Sache an dieser Stelle. So, als Nächstes legen wir mal Datenfelder an und beachten dabei, was es für Datentypen sind. Also wir haben hier mindestens zwei Auswahlfelder drin, nämlich sowohl der Titel, den gibt man ja üblicherweise nicht frei ein, als auch, was war denn das andere, die Relation, was ich gesagt habe. Also in einer Aufgabenstellung von uns stünde dann natürlich, welche Arten von Auswahlen es da gibt. Also haben wir jetzt Datenfelder, also so sind sie, jetzt die Datenfelder dahinter, so. Also ihr seht jetzt diese zwei Auswahlfelder und bei Siezen, Duzen habe ich mal nur Siezen rausgemacht und dann so ein Auswahlfeld rausgemacht, so ein Hakenfeld. Gut, ist nicht besonders schön, ne, wie ihr seht, weil völlig durcheinander, einfach Felder dahinter gesetzt. Was man als Nächstes machen sollte, ist, damit man vernünftig alignieren kann, was natürlich das Ziel hinterher ist, Abkürzungen einführen, damit diese Beschriftungen nicht so ungleich lang sind, weil wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, das ist von Nachteil, wenn die so ungleich lang sind. Also kürzen wir ein bisschen ab, machen zum Beispiel aus Postleitzahl Pilz und schreiben Postleitzahl Ort in 1, das ist ja auch üblich, und schreiben nicht E-Mail-Adresse und Facebook-Name und sowas, das ist ja alles ein bisschen geschwätzig, sondern machen das alles kürzer. Das hatte jetzt gar keine Bedeutung. So. Jetzt hat man das schon schöner angeordnet. Und jetzt können wir als Nächstes uns ums Ausrichten kümmern, also ums Alignieren. Machen wir mal ein paar Fluchtlinien. Eine hier, erst muss ich noch sagen, was ich mache. Hier vorne eine Fluchtlinie, dann sieht man, also richtig ausgerichtet ist es jetzt nicht. Zack. Was ihr machen würdet in der Klausur ist natürlich, ihr malt die Dinger gleich ausgerichtet hin.
Das kann man auch oft nicht. Also ich zumindest kann nicht ausgerichtet auf ein Blatt Papier schreiben. Das ist immer irgendwie so oder so, je nachdem, wie ich am Tisch sitze. Strich dran malen, an der Seite lang, der dann krumm sein kann, Pfeil dran. Das ist eine gerade Linie, an der habe ich ausgerichtet. Aber bitte nicht, wie einer das beim letzten Mal in der Klausur hingeschrieben hat, alle Felder sind ausgerichtet hinschreiben. Weil dann könntet ihr ja auch einfach hinschreiben, die Maske ist gut. Und wir würden alle Punkte vergeben. Das ist ja Unsinn, das geht nicht. Ne? Also ihr müsst schon uns klar machen, was ihr da vorhattet. Ne? So, ausrichten natürlich nicht nur an dieser Linie, sondern zum Beispiel dann auch an dieser Linie. Und dann nehmen wir doch auch mal einen rechten Rand, hier an hinten, und richten auch daran aus. Und dann haben wir noch einen hier in der Mitte. Und richten daran aus, und ich sehe gerade, dass es da einen kleinen Versatz gibt, das ist mir beim Erstellen der Folie nicht aufgefallen, zwischen Postleitzahl und Ort, den denkt euch jetzt an dieser Stelle weg. Das wäre so eine Sache für so einen Fall. Da habe ich nicht richtig aufgepasst. Also soll natürlich auch horizontal eine Ausrichtung sein. Ich kann das vielleicht für die Aufzeichnung und für die PDFs noch reparieren. Gut, jetzt haben wir ausgerichtet. Als nächstes müssen wir absetzen. Felder von, also die Datenklassen voneinander absetzen. Das ist jetzt hier schon geschehen. Das liegt an der Art, wie ich das aufgeschrieben habe. Ne? Also wir haben jetzt hier schon durch Platz abgesetzt. Damit sind wir an dieser Stelle schon fertig. Das heißt, dieses wäre eine fertige Lösung für diese Aufgabe. Kann dann die Striche vielleicht weglassen. Es gibt natürlich noch weitere Schritte, die man machen kann und die je nach Aufgabenstellung auch nötig sind. Also zum Beispiel Ausführungsminimalität, da sprechen wir später drüber, dass man, es geht also, wenn ich das mal jetzt ganz kurz vereinfacht sagen würde, darum, dass die Leute nicht übermäßig viel eintippen müssen. Und hier unten gibt es zum Beispiel so einen Fall, dass wenn man eine IBAN eingibt, man eigentlich nicht auch noch eingeben muss, welche Bank das ist. Das kann man nämlich automatisch herausfinden lassen. Das heißt, das wären Techniken zur Ausführungsminimalität. Habe ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter betrachtet. Man kann natürlich sagen, es soll gestapelt werden, anstatt nur durch Platz abzusetzen. Das sehe dann so aus. Oh, etwas eigenartiger Animationseffekt, aber trotzdem so sehe es aus. Also die Datenklassen sind jetzt zusätzlich abgesetzt durch diese sichtbaren Stapel, ne? Also wo man dann leichter erkennen kann, was ein vorderes Element und was ein hinteres ist. Das kann man auch ein bisschen auf die Spitze treiben. Da in der Mitte haben wir ja so eine Art Kontaktklasse, also wo Telefon, Handy und Fax, E-Mail, Facebook drin ist. Der könnte man natürlich nochmal stapeln. So zum Beispiel. Das ist natürlich etwas, was man auf einem Zettel immer relativ schlecht machen kann. Wenn ihr das machen wollt, ist es in Ordnung, zu umrahmen und an den Rahmen dann dran zu schreiben, dass das gestapelt werden soll. Dann schreibt aber dran wie. Also schreibt dran, untere rechte Kante dunkel, obere linken Kanten hell zum Beispiel. Dann sind wir glücklich, dann wissen wir, ihr wisst, wie man stapelt und ihr wolltet das nicht nur umrahmen an dieser Stelle, aber es ist halt kein Künstler an euch verloren gegangen und ihr wolltet nicht die ganze Klausur da sitzen und schraffieren. Das kann man verstehen, das habt ihr ja auch nicht die Zeit dazu. So, als letztes noch, die Datenklassen können natürlich auch beschriftet werden. Ich mache das jetzt mal nur an zwei Stellen, weil mir hier auf der Folie ein bisschen der Platz fehlt. Mache ich das da oben. Also das Feld Adresse ist jetzt beschriftet und das Ganze habe ich auch einmal beschriftet. Beachtet dabei an dieser Stelle etwas, was man auch nicht gut auf einem Zettel machen kann, aber an dieser Stelle mal ich zeigen wollte. Ich habe mich an die Sachen gehalten, die wir unter Farbgestaltung und Textgestaltung gehört haben. Das heißt, ich habe den Text für die Beschriftung nicht fett schwarz da drauf geschrieben. Dann wäre er nämlich sehr dominant. Das ist an der Stelle ja gar nicht nötig. Das ist ja nicht das Wichtigste auf diesem Feld. Das heißt, ich habe da eine etwas gedecktere Farbgestaltung an dieser Stelle gewählt, um so eine Beschriftung zu haben. Ja, und sowas wäre dann, vielleicht mit allen Feldern beschriftet, auch eine richtige Lösung, wenn man stapeln will an dieser Stelle. Ist aber für die Klausur in der Regel nicht unbedingt notwendig. Vor allen Dingen es nicht so schraffiert auszuführen. Gut, das als zusammenhängendes Beispiel. Wie gesagt, so eine Aufgabe kommt auf euch zu in einer der nächsten Übungen, wenn wir auch zum Beispiel über Ausführungsminimalität und Konventionen und sowas auch schon mal gesprochen haben. Das tun wir heute noch nicht. Heute reden wir über etwas viel Grundlegenderes, nämlich über Rückmeldungen und Abläufe, also dass es mehr als, ja, also wie es hin und her geht zwischen mehreren
Bildschirmdarstellung, Bildschirmmasken. Das heißt, heute werden wir endlich interaktiv. Bisher haben wir die ganze Zeit nur darüber gesprochen, wie man Objekte am Bildschirm darstellt. Das heißt, im Prinzip hätten wir das auch für Bilder anwenden können, was wir jetzt gemacht haben. Konnte ja noch gar nichts, hat ja gar keine Interaktion stattgefunden. Das kommt jetzt als nächstes. Das heißt, es geht um Rückmeldungen. Wie muss eine Rückmeldung gestalten, dass man effektiv und effizient ist? Unterscheidung ist so ein bisschen akademisch. Effektiv heißt, ich kann mein Ziel auch erreichen. Effizient heißt, ich kann es mit möglichst wenigen Mitteln erreichen. Ereignisse, das sind Rückmeldungen, die keine wirklichen Rückmeldungen sind. Also auf einmal eine Meldung aufpoppt, die Festplatte ist voll oder sowas. Das wird man ja nicht als Rückmeldung bezeichnen. Und eben diese Handlungsabläufe. Womit hat das in unserem theoretischen Rahmen zu tun? Denken wir zurück und denken wir an diesen Stern mit dem Spruch, das Denken findet nicht im Kopf, sondern mit dem Kopf statt. Das heißt, wir sind, wenn wir mit dem Computer interagieren, immer in einem Denkprozess. Und in diesem Denkprozess müssen wir dafür sorgen, dass das, was zu sehen sein muss, auch zu sehen ist und dass man eine Rückmeldung, also wenn ich in der Umwelt handle und die Umwelt ändert sich dadurch, auch sehe, also wahrnehmen kann und das auch auf vernünftige Art und Weise tun kann. Dafür gibt es ein paar wichtige Kriterien, wichtige Hinweise, Anforderungen an diese Rückmeldung. Und die erste ist die Unmittelbarkeit der Rückmeldung. Rückmeldungen müssen immer unmittelbar erfolgen, das heißt zeitnah muss eine Rückmeldung erfolgen. Dazu gibt es einen interessanten Versuch, den man gemacht hat, der auch allein dadurch interessant ist, auf die Art und Weise, wie er damals durchgeführt wurde. Man sieht hier den Versuch, links ist eine Versuchsperson, die hat einen Monitor vor sich und sieht die eigene Hand beim Schreiben eines Textes oder eines Bildes, aber da ist so eine Trennwand dazwischen. Das heißt, der sieht nicht die eigene Hand, sondern der sieht das Monitorbild der eigenen Hand. Und dieses Monitorbild ist in gewisser Weise verändert worden. Und zwar so, dass hier an dieser Stelle eine Kamera ist, die das aufnimmt, soweit so logisch, sonst würde man nichts sehen auf dem Monitorbild. Und dann hat man sich die Technik eines Videorekorders zunutze gemacht und hat den ein bisschen manipuliert. Und zwar hat man den so gemacht, dass ein Videorekorder das auf die Kassette aufzeichnet, dann hat man das Band da rausgeführt und hat dann an anderer Stelle einen Wiedergabekopf angebracht. Das heißt, je nachdem, wie lang man das Band dann da rauszieht, hat man eine Verzögerung zwischen dem aufgenommenen und dem wiedergegebenen Bild in verschiedener Länge. Heute würde man da irgendwas Digitales sich überlegen, irgendwelche Framebuffer einbauen, die dann dafür sorgen, dass das Bild später kommt. Damals musste man sich irgendwie mechanisch behelfen, hat also eine Bandschleife eingebaut. Auf jeden Fall hat man dann getestet und hat festgestellt, dass es einen großen Unterschied macht, wie gut man ist, wie gut man schreiben kann, aber wie gut man auch nachzeichnen kann. Die Leute sollten dann so einen Stern nachzeichnen, je nach Grad der Verzögerung. Was man hier sieht, ist links, wie die Leute geschrieben haben, wenn sie einfach direkt auf ihre eigene Hand geguckt haben und wie sie gezeichnet haben. Rechts das Gleiche, wenn sie es mit dem Monitor gemacht haben. Also überhaupt mit dem Monitor das zu machen, sorgt schon für durchaus eine Verschlechterung. Und hier mit einer einigermaßenen Verzögerung. Und man sieht, Schreiben geht sogar einigermaßen, weil da viel Automatisches drin ist. Ne? Man kann auch im Dunkeln schreiben oder ohne, dass man hinguckt, schreiben. Aber mit dem Nachzeichnen des Sterns war es dann größtenteils absolut vorbei. Das heißt, die Rückmeldung auf das, was man tut, also die eigene Eingabe, wenn man jetzt mal so das sehen will, die muss auf jeden Fall unmittelbar erfolgen. Wenn das nicht passiert, sorgt das immer für Irritationen, die Leute arbeiten, unpräzise arbeiten, langsamer. Bei der Tastatur mag das sogar noch einigermaßen okay sein, wenn da mal eine leichte Verzögerung drin ist, aber ihr kennt es sicher, wenn eine Mauseingabe verzögert ist, dann kann man mit einer Maus gar nicht mehr richtig arbeiten. Sie haben noch hier ein schönes Beispiel für eine verzögerte Reaktion, das ist wieder unsere Kaffeemaschine, die hatte ich ja letzte Woche schon, die ich als zickig bezeichnet habe. Und die ist nicht nur zickig, die ist auch ein bisschen lahm. Das heißt, man muss ja heute, früher hatten wir Kaffeemaschinen, die hatten Knöpfe, heute muss es ja ein Touchscreen sein. Und die Reaktion auf den Touchscreen erfolgt verzögert. Es erfolgt zwar eine Tonrückmeldung, aber das eigentliche Bild ändert sich verzögert. Und was dann passiert, sieht man hier, was da links zu sehen ist, ist mein Finger. Und ich versuche gleich Cappuccino zu
ziehen an diesem Automaten. So, ich drücke und jetzt drücke ich nochmal, habe ich auf Abbrechen gedrückt. Also, was passiert, woran liegt das? Wenn eine Eingabe nicht, ja, jetzt hat es geklappt, wenn eine Eingabe nicht sofort verarbeitet wird, dann macht man sie eigentlich relativ unweigerlich nochmal. Das ist oft Unsinn. Also wenn zum Beispiel jetzt mir jemand diese Tür hier zuschließen würde von außen, der Hausmeister käme, würde zuschließen, ich würde da rausgehen wollen, drücke drauf, geht nicht auf. Was ich wahrscheinlich machen würde, ist, ich probiere das noch ein paar Mal. Das ist nicht unbedingt sinnvoll, aber macht das nun mal so. Und gerade bei so einem Touchscreen ist das ja vielleicht auch manchmal so, so gerade so öffentliche Touchscreens, wo jetzt vielleicht vorher einer gerade sein Butterbrot gegessen und dann das Fett da drauf gedrückt, dann funktionieren die nicht richtig oder sonst wie, dass man mehrfach drücken muss, kann ja manchmal durchaus so sein. Also man drückt da mehrfach und man sorgt dann für Fehleingaben, wie man das gerade gesehen hat. Und das passierte mir tatsächlich ständig. Mittlerweile habe ich mir so eine Art angewöhnt, ich drücke da drauf, nehme die Hände nach hinten, gucke, warte, bis es kommt und drücke dann wieder weiter, damit mir dieser Reflex, da zwar mehrfach drauf zu drücken, nicht passiert. Also Rückmeldungen unmittelbar. Wie unmittelbar ist so ein bisschen unterschiedlich, hängt davon ab, um welchen Sinn es geht. Also beim Sehsinn kann man so sagen, wenn etwas innerhalb von 20 bis 30 Millisekunden passiert, wird es als gleichzeitig wahrgenommen. Beim Hörsinn ist es sogar kürzer, dass Sachen als gleichzeitig wahrgenommen werden. Wir brauchen aber nicht absolute Gleichzeitigkeit. Also wir müssen nicht in 30 Millisekunden auf die Dinge reagieren. Wir dürfen aber die Schwelle nicht überschreiten, ab der derjenige denkt, die Eingabe ist nicht angenommen worden. Und vor allen Dingen dürfen wir erst recht nicht die Schwelle überschreiten, an der die Leute Ursache und Wirkung nicht mehr akzeptieren. Also wenn das jetzt 5 Sekunden dauern würde und ich drücke dann noch andere Knöpfe und 5 Sekunden später passiert irgendwie ganz vieles, alles, was ich dann gedrückt habe, 5 Sekunden her, dann könnte ich Ursache und Wirkung überhaupt nicht mehr in einen Zusammenhang bringen. Das darf überhaupt nicht passieren. Das passiert gerne mal, wenn so Computer hängen und machen alle Eingaben in irgendeinen Puffer hinein. Ne? Und am Ende auf einmal gehen 20 Fenster auf und Menüs und das ist dann eigentlich überhaupt gar nicht mehr sinnvoll. Also eine Rückmeldung muss immer unmittelbar erfolgen. Irgendwie innerhalb von einer Sekunde, sagen wir mal so, oder halben Sekunde. Auch dann, wenn noch gar keine Ergebnisse vorliegen. Das ist wichtig. Wie wir dann vorgehen, sprechen wir gleich noch drüber. Nicht nur unmittelbar müssen Rückmeldungen sein, sondern auch lokal müssen Rückmeldungen sein. Das heißt, die Rückmeldung muss an der Stelle oder sollte, wenn es denn möglich ist, an der Stelle erfolgen, wo auch die Wahrnehmung des Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Wo ist denn die Wahrnehmung? Woher weiß ich das denn? Das ist ja ein bisschen schwer zu sagen, ne? Also wo guckt der Mensch gerade hin? Üblicherweise, wenn man etwas tut, wenn man irgendwo handelt, guckt man da, wo man handelt, auch hin. Es gibt Ausnahmen davon. Autofahren ist so eine Ausnahme. Also zum Beispiel, wenn man schaltet im Auto, dann guckt man nicht auf den Schaltknüppel. Das hat einem der Fahrlehrer beigebracht, dass man das nicht macht. Immer wenn man beim Schalten auf den Schaltknüppel geguckt hat, dann wurde er böse. Das musste man sich also richtig abtrainieren. Ne? Klar, weil natürlich, dass der Straßenverkehr das Wichtige ist und nicht der Schaltknüppel. Und wenn jemand auf den Schaltknüppel guckt, dann fährt er ja blind. Also darf man da nicht hingucken. Wer hingegen während der Fahrt sein Handy benutzt, zum Beispiel, guckt garantiert dorthin. Deswegen ist das ja auch verboten. Also man kann sagen, da wo man handelt, guckt man üblicherweise hin. Das kann man so als Faustregel festhalten. Und dann gucken wir uns nochmal dieses an. Den hatten wir auch schon mal, ne? Den schönen Parkautomaten vom Maßbahnplatz. Wo sind immer die Rückmeldungen? Egal welchen Knopf ich drücke und was ich mache, die Rückmeldungen sind eigentlich immer da oben in diesem Anzeigefeld. Das ist jetzt dem Design dieses Automaten natürlich irgendwie geschuldet, dass der nur so einen Ausgabebereich hat. Das müsste aber nicht so sein. Also zum Beispiel könnte ja so ein Knopf, den ich hier drücke, auch wenn ich ihn gedrückt habe, aufleuchten. Dann hätte ich schon eine Rückmeldung am Ort der Handlung, da wo ich hingucke. Und habe Handlungs- und Wahrnehmungsraum gekoppelt. Das ist immer das, was man herbeiführen sollte. Natürlich kann es auch noch an anderen Stellen Rückmeldung geben, aber man sollte dafür sorgen, dass es eine Rückmeldung lokal am Ort der Handlung gibt.
Also hier zum Beispiel für das Geldeingabefach, da funktioniert das noch, das ist noch relativ nah, aber für die anderen Sachen ist das durchaus relativ weit weg. Man könnte sich also ein besseres Design vorstellen. Warum ist das jetzt wieder so? Natürlich, wie so oft, liegt es an unserer Art, wie unser Auge funktioniert und wie unser Wahrnehmungssystem funktioniert. Beschränkter, scharfer Sehbereich, außerdem sehr kleiner, schmaler Kanal. Das heißt, ich habe immer eine gerichtete Aufmerksamkeit. Und wenn dann etwas passiert in einem Bereich, wo ich meine Aufmerksamkeit nicht hinrichte, habe ich ein Problem. Ich könnte dann auf den Gedanken kommen, die Aufmerksamkeit dann durch Gestaltungsmittel dorthin zu richten. Also indem ich zum Beispiel die Rückmeldung als blinkendes Element gestalte. Ist aber bei dem Automaten hier an dieser Stelle auch nicht besonders sinnvoll. Sieh mal, sobald ich einen Euro da reingeschmissen habe, irgendwo was blinkt, damit ich sehe, dass ich das getan habe, ist nicht so sinnvoll. Ne? Also das muss man natürlich mit Bedacht einsetzen und nur dann machen, wenn es auch nötig ist. Ich zeige euch hier mal ein schönes Beispiel, wo es zu einem Fehler führt, wenn die Handlung nicht an dem Ort passiert, wo die Wahrnehmung ist. Und das ist hier das Programm iMovie von Apple, mit dem ich manchmal hier Videos bearbeite, unter anderem Vorlesungsaufzeichnungen schneide. Das ist hier eine von vor ein paar Jahren, da hört ihr gleich meinen Chef sprechen, wenn ich das abspiele. Und ich will schneiden. Und ihr seht gleich, dass das Schneiden nicht an der Stelle passiert, an der ich meine Maus hinbewege und an der ich denke, dass geschnitten wird, weil ich dorthin gucke. Das heißt, daran müssen Sie immer denken, wenn Sie Farbverläufe und Ähnliches gestalten, dass... Da will ich schneiden und sage, da Clip teilen, das passiert aber nicht da, es passiert hier hinten, da wo der Play-Bereich hingelaufen ist. Was man machen muss, ist, man muss erst einmal mit der linken Maustaste dorthin klicken, dass der auch der Play-Cursor dort ist. Und dann kann man auch an der Stelle schneiden. Wenn man nur einfach die rechte Maustaste drückt, wird das schlicht und greifend ignoriert und wird an der anderen Stelle geschnitten, wo der Bereich sich gerade befand. Das führt immer wieder, ich habe schon ganz oft irgendwelche Videos zerschnitten dadurch, weil man das nicht unbedingt sofort merkt. Wenn einem das mal durchgeht, wenn das so ein kleinerer Versatz nur ist, und dann hat man, dann fehlt auf einmal der Anfang von einem Satz oder irgendwie sowas. Einfach, weil die Handlung nicht an der Stelle passiert, an die ich meine Aufmerksamkeit richte, sollte vermieden werden und wäre auch an dieser Stelle ganz einfach vermeidbar. Ich weiß nicht, warum das so gelöst wurde. Noch weniger weiß ich, warum dieses hier so gelöst wurde. Das ist ein Beispiel von Microsoft. Ich glaube, das war Programm FreshPaint ist sogar von Microsoft seinerzeit rausgebracht worden, als eines der, so eine Art Beispielanwendung für diese neuen Kachelanwendungen von Windows 8. Ihr seht sie jetzt hier nicht auf Windows 8, sondern auf Windows 10. Und da gibt es hier so Bilder und die Bilder kann man doppelklicken, dann kann man die bearbeiten und in dieser Ansicht kann man die verwalten in gewisser Art und Weise. Und was wir jetzt hier sehen ist, ich möchte dieses Bild hier oben markieren und löschen, was ihr da seht. Das Bild heißt mit Stift zeichnen, das ist also der Titel. So, um das zu machen, kann ich nicht direkt markieren, sondern ich muss erst in einen Markierungsmodus wechseln, das ist schon ein Problem. So, jetzt markiere ich das. Das Löschen wird mir nicht da angeboten, sondern im Menü. Und jetzt erscheint hier unten das Feld, Sie sind dabei, dieses Element zu löschen. Und da wird noch nicht mal gesagt, welches. Da steht dieses Element. Das Gleiche ist beim Umbenennen. Das ist ganz weit weg, erscheint das. Das heißt, ich habe immer ein Lokalitätsproblem. Wenn ihr euch das nochmal anguckt, was hier auf diesem Startbild, Sie sind dabei, dieses Element zu löschen. Ich habe hier überhaupt gar keine Möglichkeit zu wissen, was gemeint ist. Es gibt also nicht nur keinen lokalen Hinweis, wo die Rückmeldung an dem Ort der Handlung, also an dem Objekt passieren würde, sondern es gibt gar keinen. Das ist also eine wirklich schlechte Lösung. Und das Gleiche gilt für die anderen Bereiche auch, für den Bereich des Umbenennens. Ja, dieser Generation von Anwendungen, da haben Sie irgendwie, ist das da insgesamt ein bisschen komisch gelaufen. Ich glaube, das ist so eine Art dunkle Phase in der Geschichte von Design von Microsoft gewesen, die sie mittlerweile auch überwunden haben, habe ich zumindest den Eindruck. Dies ist das Mail-Programm und da können wir auch eigenartige Sachen beobachten. Ich klicke mich mal ein bisschen da durch. Wenn ich hier klicke, erscheint an dieser Stelle so ein neues Menü. Wenn ich da klicke, kommt hier rechts was dazu von mir aus. Aber ganz eigenartig ist, wenn ich hier unten
gleich auf Eigenschaften klicke, dann kommt von da ein neues Menü. Das ist keine lokale Rückmeldung, das ist das absolute Gegenteil lokaler Rückmeldung. Also hätte man sich zum Ziel gesetzt, möglichst weit weg die Rückmeldung zu geben. Wie kann man es besser machen? Was kann man besser machen? Was gibt es für Techniken, es besser zu machen? Und um nicht in den Verruf zu kommen, hier Microsoft heruntermachen zu wollen, gucken wir uns dieses Beispiel hier an von Windows 7, das ist aber auch heute noch genauso. Da machen sie es ziemlich gut. Ich habe den Explorer hier und ziehe ein Objekt aus dem Explorer heraus. Und wenn ich mit der Maus ziehe, bei Drag and Drop, wo gucke ich hin? Ja, auf den Mauszeiger. Das heißt, der Mauszeiger ist doch immer der Ort der lokalen Rückmeldung. Das heißt, ich kann doch auch Rückmeldungen am Mauszeiger anzeigen. Und das haben die hier sehr gut gemacht. Das wird sowieso gemacht durch diese Standard-Mauszeiger, die man so kennt. Also man kann ja unterscheiden, ob das jetzt eine Eingabe ist, ob man an dieser Stelle das Fenster vergrößert, verkleinert oder ob das ein normaler Mauszeiger, also ein normaler Klick-Mauszeiger ist. Das wird ja angezeigt am Mauszeiger oder auch, ob der Rechner irgendwie ausgelastet ist. Aber hier wird viel differenzierter am Mauszeiger gezeigt, was passiert. Also erstmal, welches Objekt bewege ich überhaupt? Das sieht man da. Und wenn ich das an dieser Stelle jetzt loslassen würde, was würde passieren? Das steht da auch. Also ist dieses eine wirklich gute Lösung für eine lokale Rückmeldung, die auch noch differenziert ist. Zur Differenziertheit kommen wir gleich als nächstes. Das ist eine Technik, die viel öfter eingesetzt werden sollte. Also wenn ihr mal in die Möglichkeit kommt, eine Rückmeldung, natürlich nur sinnvollerweise, nicht irgendwelche Rückmeldungen, aber Rückmeldungen zu dem, was ihr da an Anwendung macht, am Mauszeiger zu machen, macht das. Ganz altes Beispiel ist dieses hier und da ist das ziemlich gut gemacht worden. Es geht hier darum, was zu vermessen, ganz altes Grafikbearbeitungsprogramm am Mac und es steht am Mauszeiger, der Mauszeiger ist das Kreuz, auf ersten Punkt klicken. Und wenn man dann klickt, dann steht da, Klick, auf nächsten Punkt klicken. Und dann kann man dahin gehen und kann wieder klicken. Also steht immer am Mauszeiger, was man als nächstes tun soll. Guckt euch dagegen vielleicht mal, wer es hat, Adobe Photoshop an. Da sieht man, wie man das dann nicht machen kann. Also da wäre das häufig sehr sinnvoll. Da werden häufig Sachen angezeigt, irgendwo in irgendwelchen entfernten Bereichen oder sie werden erst in einem Fehlerfall wird dann eine Meldung eingeblendet, wo man am Mauszeiger schon anzeigen könnte, was man eigentlich hätte tun sollen. Das wäre viel einfacher. Wir bleiben ein bisschen bei Beispielen, weil ich finde, Beispiele zeigen da eigentlich ganz gut, ob man Sachen gut oder schlecht lösen kann. Eine gute Lösung, wieder von Microsoft, also ich bin heute wirklich ausgeglichen, glaube ich, mit Microsoft. Ich möchte einen neuen Ordner hier anlegen in dem Mail-Programm und sage, es ist also Outlook.com, also die Internetsache. Ich sage New Folder und an der Stelle, wo ich das gedrückt habe, kriege ich auch gleich die Eingabe. Also die Rückmeldung und auch die neue Eingabemöglichkeit entsteht genau an dieser Stelle. Das gleiche funktioniert auch hier links. Ich sage hier New Subfolder und dann erscheint dort die Eingabe für den neuen Unterordner. Das ist eine sehr gute Lösung dafür, für lokale Rückmeldung. Ich mache etwas und die Rückmeldung erscheint halt wirklich genau da. Es gibt auch eigentlich keinen Grund, das anders zu machen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Die Apple-Lösung, jetzt hier im normalen Mail-Programm, sah hier neues Postfach und dann erscheint an anderer Stelle so ein Dialog, in dem ich irgendwelche Sachen eintragen kann. Das hat aber gar keine Vorteile gegenüber der Microsoft-Lösung. Also es ist erstmal nicht lokal, es ist weiter weg, das ist ein Nachteil. Und es sind auch nicht mehr Informationen da. Jetzt ist es leider nicht mehr zu sehen, aber da stand auch nicht mehr. Also was ich gerade getan habe, stand da, aber das wusste ich ja, das habe ich ja gerade getan. Das muss ich eigentlich ja nicht nochmal unbedingt in Text da stehen haben an dieser Stelle. Das heißt, die Lösung, die Microsoft hier gewählt hat, ist da viel besser, ist innovativer auch. Habe ich ehrlich gesagt auch so vorher noch nie gesehen. Sollte sich allgemeiner durchsetzen. Dass das hier nicht so ist in diesem Apple-Programm, ist komisch, weil es andererseits im Kalender genauso gemacht wird. Also wenn ich jetzt hier einen neuen Kalendereintrag mache, dann wird genau an dieser Stelle die Eingabemöglichkeit für diesen Kalendereintrag gemacht und nicht an irgendwelchen anderen Stellen.
Genauso, wenn ich oben links auf das Plus drücke, erscheint auch die Rückmeldung an dieser Stelle. Also bei dem Programm kann man das, was man im Mail-Programm nicht kann. Eine gewisse Inkonsistenz drin. Gut. So viel zu Beispielen zur Lokalität. Immer wenn es euch möglich ist, Rückmeldungen lokal unterzubringen, bringt sie auch lokal unter. Differenziertheit ist die nächste der Anforderungen, eine ganz wichtige Anforderung, die über die Rückmeldung hinausgeht. Das heißt, wir werden auch im Folgenden noch ein bisschen über Differenziertheit sprechen, wenn es nicht um Rückmeldungen geht. Differenziertheit ist nämlich das, was uns ermöglicht, Strategien zu überlegen. Das heißt, wir werden informiert, kann man im Prinzip sagen. Wir werden sowohl informiert über das, was gewesen ist, wie ist es dazu gekommen, dass ich jetzt diese Rückmeldung hier habe, als auch darüber, was ich alles tun kann, also welche Handlungsmöglichkeiten ich alles habe oder welche Konsequenzen das Ganze jetzt hat. Also sowohl einen Blick nach hinten als auch nach vorne. Dafür habe ich mich eine Wortwahl bedient, die etwas ungewöhnlich ist, die das aber ganz gut beschreibt. Das eine ist das Feedback, was ist passiert und wie kommt es dazu? Das ist ein relativ üblicher Begriff, ne? Feedback, das kennt man ja, da muss man Feedback geben. Auch was ist der Unterschied zur wahrscheinlichen Erwartung? Da kann man jetzt mal, ne? Also man hat ja eine Erwartung gehabt, eine Hypothese darüber, was passieren sollte. Es passiert etwas anderes, also sollte man darüber den Nutzer informieren, warum ist nicht das passiert, was du da wohl erwartet hast. Aber wichtig, der Bereich Feed Forward. Es gibt diesen Begriff vor allen Dingen so im Bereich des Personalmanagements. Dass man, wenn man mit Leuten so ein Gespräch führt, wie ihre Arbeit gewesen ist, nicht sich so darauf fokussiert, was alles gewesen ist, sondern eher nach vorne guckt, also eher eine Rückmeldung nach vorne hin gibt. Dass man so sagt, mach doch das und das mal besser oder mach das doch mal so und so. Und um sowas geht es bei Feed Forward auch. Also Differenziertheit, also eine genaue Beschreibung dessen, was alles folgen kann, was ich alles für Handlungsmöglichkeiten habe. Also was bewirkt die Handlung, die ich machen kann, welche Alternativen bestehen und was kann ich tun oder was sollte ich tun. Diese beiden Aspekte haben wir bei Differenziertheit. Gucken wir uns die Beispiele hier an, sind beides sehr schlechte Beispiele. The application preview app can't be opened. -36. Okay. Wie ist es mit dem Feedback? Ja, es ist Feedback da. Es steht, was passiert ist. Aber man weiß nicht, warum es passiert ist. Und es wird auch überhaupt kein Feed-Forward gegeben. Also gut, was ist meine Alternative? Die Alternative ist dadurch gegeben, dass ich genau einen Knopf da habe und kann dann auf diesen Knopf drücken. Nur ist das nicht wirklich eine hilfreiche Rückmeldung dann an dieser Stelle, wenn ich nicht auch nach vorne hin schreibe, was ich tun kann. Und wenn man wenigstens hingeschrieben hätte, lesen Sie doch im Handbuch nach, was eigentlich Fehler -36 ist. Obwohl auch das schon eine Unverschämtheit ist. Eine Fehlermeldung, eine Fehlernummer, die eine genaue textuelle Beschreibung hat, die man tatsächlich in Handbüchern nachlesen kann, bei Apple, mit einer Nummer hinzuschreiben, anstatt den Text. Mir wirklich unverständlich. Das andere hat ähnliche Probleme. Also ich habe hier, das ist, wie heißt das jetzt, diese Versionsverwaltungstool, wo ich mich mit Git angemeldet habe, sei es drum. Jedenfalls hatte irgendwas nicht geklappt, nur die Rückmeldung passt nicht zu dem, was nicht geklappt hat. Und das ist natürlich sowieso immer ein Problem. Also ich habe mal oben Daten eingegeben, und unten kriege ich dann eine E-Mail, eine Fehlermeldung, da steht Invalid Email Format, was nicht stimmt. Also meine E-Mail-Adresse da oben ist nicht nur valide formatiert, sondern ist auch tatsächlich meine. Also da ist nichts Invalides dran. The email address provided was in the wrong format. So, also die Rückmeldung ist sowieso schon mal falsch. Jetzt nehmen wir mal an, die E-Mail-Adresse wäre tatsächlich im falschen Format gewesen. Ich hätte mich tatsächlich irgendwie darin vertippt. Das Feed-Forward fehlt. Es wird nicht angegeben, was ich tun kann an dieser Stelle. Eine Fehlermeldung, die nur sagt, da ist was falsch, ist immer so, wie wenn ein Lehrer einfach nur sagt, das war jetzt falsch.
Ich sage dir aber nicht, wie man das richtig macht. Ne? Das ist blöd, immer blöd. No, oh, noch eine schöne Sache. Meine Steuererklärung von 2014. Und da war ein Fehler drin und dann habe ich da nochmal durchlaufen lassen und dann kam diese Meldung und da steht, die Ursache des Fehlers wurde behoben, sehr wichtig, behoben. Ich weiß nicht, was der Fehler war, ich habe also kein richtiges Feedback des Fehlers, die Rückung des Fehlers wurde behoben und ein Feedforward habe ich auch nicht. Was war das jetzt? Und dann eine kuriose Buttonbeschriftung, ja. Was hätte ich sonst sagen sollen? Nein. Ach, ne, also da wieder so die Sache mit den generischen Buttons und dann auch noch der falsche generische Button. Wie macht man es besser? Dieses Beispiel, ein uralt Beispiel von einem alten Unix-System beziehungsweise einer Oberfläche für ein altes Unix-System mit dem Namen Open Windows, hat mit Microsoft gar nichts zu tun, ist auch, meine ich, viel älter, hatte solche Meldungen und diese Meldungen sind ziemlich gut. In Bezug auf Feedback als auch Feedforward. Ihr seht den Feedback-Teil, da steht the text has been edited. The text has been edited. Das ist also ein Editor und ich habe nicht gespeichert. Ne? Das Feedback könnte natürlich ausführlicher sein, insofern, dass man noch hinschreibt, er wurde auch nicht gespeichert. Davon gingen die Programmierer hier offensichtlich aus, dass das so für die Leute klar ist. Ne? Wenn ein Text editiert wurde und man nicht speichern gedrückt hat, dann wurde er noch nicht gespeichert. Könnte man aber noch hinschreiben. Aber dann kommt ganz viel Feedforward. Was kann man tun? Und zwar sowohl in einer Beschreibung, in der Mitte, beschreibender Text, als auch ein Feedforward direkt auf diesen Buttons. Da auf den Buttons steht direkt drauf, was passiert, wenn man sie klickt. Kritisieren kann man an diesem Dialog, an dieser Meldung, dass nicht alle Möglichkeiten gegeben sind. Vor allen Dingen die meiner Meinung nach sinnvollste, dass man an dieser Stelle sagt, ein Speicherinhalt jetzt, die fehlt. Ne, an dieser Stelle. Das ist aber nicht die Frage von Feedback und Feedforward an dieser Stelle. Das ist einfach durch ein anderes Kriterium, was hier verletzt wurde, die Ausführungsminimalität, worüber wir später sprechen. Aber Feedback und Feedforward ist gut gelungen. Ihr könnt euch vorstellen, und ihr kennt alle Beispiele, wo das mal gut und mal schlecht gelungen ist. Oh, hier ist mir eine Animation kaputt gegangen, die werde ich reparieren. Gut, aber wir können uns da reindenken. Gucken wir uns dieses hier an. Das hat vor ein paar Jahren hatten wir in einer Arbeitsgruppe so eine Software begutachtet mal. Das war unter anderem eine, die konnte Sachen hochladen ins Internet, konnte Daten auf eine Homepage stellen. Und dafür musste man natürlich angeben, welcher Pfad das ist, also welcher Netzwerkpfad. Und das hat irgendwie nicht geklappt. Also ist als jemand falsch was Falsches eingegeben und dann kam diese Fehlermeldung, nicht erlaubt, fehlende Angabe. Die angegebene Homepage existiert nicht, Dokument wird gespeichert, okay. Das hinterlässt einen einigermaßen ratlos, weil wieso überhaupt nicht erlaubt und die Homepage existiert nicht, was ja eigentlich nicht stimmt, die existiert ja, der Pfad war nur falsch, aber das Dokument wird dann trotzdem gespeichert und dann soll man am Ende sagen, okay. Diesen Dialog haben wir überarbeitet und ich hatte den jetzt einmal neu gezeichnet, weil der von der Grafik so schlecht war. Dabei ist mir diese Animation kaputt gegangen. So könnte man ihn besser machen. Was kann man machen? Also erstmal, Änderungen können nicht hochgeladen werden. Das ist ja das eigentliche Problem. Das steht oben drin. Das ist das Hauptfeedback. Dann ist das ausführlicher nochmal beschrieben, weil da der Pfad unter Homepage ungültig ist. Und dann kommt Feedforward. Was kann ich alles machen? Und zwar wieder sowohl auf den Buttons verwerfen, korrigieren, lokal speichern und das dann nochmal erklärt in länger in dem Text da oben. Das ist eine gute Gestaltung einer solchen Meldungbox. Sowohl immer Feedback als auch Feedforward haben. Nie eines von beiden vergessen. Feedback ohne Feedforward wäre, ich gebe eine Fehlermeldung an und sage, okay, oder nur gelesen oder irgendwie sowas. Zumindest sollte man im Text sagen, was man machen kann. Oder Feedforward ohne Feedback wäre jetzt, dann würde gar nicht stehen, was das Programm ist, was das Problem ist und ich hätte einfach nur Auswahlmöglichkeiten. Gibt es seltener, weil irgendwie eine Fehlermeldung, das geht jedem Programmierer irgendwie noch von der Hand. Aber sollte natürlich auch vermieden werden. Generell, wie macht man solche Meldungen?
Sonnenmeldung sollte so gestaltet sein, klassisch. Ich habe jetzt mal hinten geschrieben, klassisch, so sehen die Dinger ja üblicherweise aus. Ich habe links erstmal ein Icon zur Klassifizierung der Meldung nach Art. Fehler, Warnung, Hinweis. Es gibt dann häufig noch die Art Frage. Aber wir stellen ja keine Fragen. Denkt an die erste Vorlesung zurück, man stellt dem Nutzer keine Fragen. Also brauchen wir auch nicht die Meldungsklassifizierung Frage. Dann oben, Meldungstitel, für die Leute, die sich gut auskennen. Die brauchen meistens nur den Titel zu lesen, weil die haben das schon öfter gesehen. Der Titel sagt ihnen dann in der Regel alles. Das ist also eine Art Kurzfeedback. Darunter das Ganze ausführlicher. Und da habe ich sowohl Feedback als auch Feedforward. Also ich beschreibe erstmal das Problem nochmal ausführlich, Feedback. Und dann beschreibe ich die Handlungsoptionen, die es hat, Feedforward. Und die Handlungsoptionen biete ich natürlich hier unten auch an. Und zwar in einer Form ohne generische Buttons. Weil ein generischer Button kann ja nicht Feedforward sein. Das geht ja nicht. Wie soll der differenziert? Es geht ja um Differenziertheit. Wie soll ein generischer Button differenziert sein? Das widerspricht sich ja. Wir haben das mal ein bisschen untersucht, was davon eigentlich so wichtig ist, was man da vielleicht noch machen muss, ob es zum Beispiel wichtig ist, dass die Reihenfolgen übereinstimmen. Also wenn ich oben die Optionen in einer bestimmten Reihenfolge beschreibe, ob die Buttons unten in der gleichen Reihenfolge sein müssen. Das haben wir früher in der Vorlesung hier immer erzählt, dass das so sein müsste. Wir haben dann aber festgestellt, ist egal. Es macht eigentlich nahezu keinen Unterschied, in welcher Reihenfolge die Sachen oben beschrieben sind und wie die Buttons unten sind. Das liegt daran, das kann man sehen, wenn man sich da anguckt, wie die Leute geguckt haben, dass wenn die den Text lesen, so lange lesen, bis sie die Option finden, die sie suchen, und dann suchen sie unten den passenden Button dazu. Sie gucken also nicht hin und her. Sie gucken nicht Buttontext, Buttontext, Buttontext. Dann wäre das vielleicht sinnvoll, die Reihenfolgen anzupassen. Eine Frage im Meldungstext haben wir natürlich gesagt, weil wir sagen den Leuten ja keine Fragen stellen. Ob das von Nachteil ist, haben wir auch festgestellt, nicht so wirklich. Also es stört nicht unbedingt, wenn man eine Frage im Meldungstext stellt. Aber was wichtig ist, dass die Buttons nicht ja, nein, abbrechen sind, sondern nicht generisch, also konkret sind. Und was wir festgestellt haben, dieses Icon links, das wird gar nicht beachtet. Da guckt keiner hin. Das kann man in diesen Charts dann, wo die Leute hingucken, sehr gut sehen, da guckt gar keiner hin. Also da könnte man auch irgendwas ganz anderes unterbringen, das wäre völlig egal. Also kann man es im Zweifelsfalle weglassen oder muss zumindest nicht so ein wahnsinniges Aufheben daran machen. Und natürlich in einigen einfachen Fällen, die man wirklich oft kennt, das Dokument wurde noch nicht gespeichert oder sowas, kann man darauf verzichten, das nochmal ausführlich zu beschreiben. Dann kann man dann sagen, ich habe nur den kurzen Meldungstext, beschreibe dann die Optionen und habe dann die Buttons. Gut. Wenn wir uns dieses jetzt angucken, können wir auf den Gedanken kommen, dass es nach dem, was wir bisher schon gehört haben, zum Beispiel zur Zuordnung, bessere Möglichkeiten gäbe, so eine Meldung zu gestalten. Weil wir haben doch hier ein Zuordnungsproblem. Wir haben die Beschriftung an einer anderen Stelle stehen, die Beschreibung an einer anderen Stelle stehen als den Button. Räumlich, getrennt. Das kann man besser machen. Und das machen wir besser in Übungen. Also in Übungen werden wir uns darum bemühen, wie man so einen Dialog anders gestalten kann, nämlich nach den Kriterien, die wir schon hatten. Wer nicht in die Übung geht, muss bis zur Zusammenfassung warten. Dann werde ich es auch erzählen, wie man sowas machen kann. Gut, gucken wir uns nochmal hier so ein Beispiel an, weil ich das auch so besonders schön fand, muss ich sagen. Hat mir ein Student, der letztes Semester noch Tutor bei uns, hat mir das gegeben von seinem Rechner. Das ist eigenartig. Also man hat hier unverständlich unzureichendes Feedback. Wenn Sie den Vorgang fortsetzen, den Vorgang, was mache ich denn? Also ein bisschen wenig differenziert. Und ein unzureichendes Feedforward, werden die Aufgaben im Bildschirm abgebrochen. So, und jetzt versucht man überhaupt mal das zu verstehen. Wenn Sie den Vorgang fortsetzen, werden die Aufgaben im Bildschirm abgebrochen. Sind Sie sicher? Wozu? Wobei bin ich sicher, dass ich abbrechen will?
Ja und Nein beenden. Also ich kann, wenn ich Ja sage, wird das abgebrochen, wird das Abbrechen wirklich durchgeführt und sonst kann ich nur beenden. Also in diesem Dialog ist das irgendwie einmal komplett schiefgelaufen. Was wahrscheinlich daran liegt, dass das irgendwie aus Versatzstücken hergestellt wurde. Häufig sind es auch Übersetzungsfehler oder sonst irgendwie was. Also so bitte nicht. Kann man sich einfach sagen, also eigentlich ist es ganz einfach. Was ist passiert? Was kann man machen? Und das schreibt man hin. Ne? So einfach klingt es, ist es dann manchmal in der Praxis nicht, aber im Grundsätzlichen ist es so einfach. Dieses Bild habt ihr vielleicht am Anfang schon gesehen und vielleicht ein bisschen darüber amüsiert, weil die Meldung ja doch schon eigenartig ist, was da drin, dass so ein Computer einem sagt, you might as well stop typing. Diese Meldung ist aber tatsächlich echt und ist auch eigentlich interessant. Rückmeldungen für etwas, wenn man gar keine Eingaben machen kann. Ein Fehler, der häufig passiert, wenn man auch Software testet, ist, dass man immer die Funktion testet und nicht das testet, was nicht passieren sollte. Also, dass Leute das ganz anders benutzen oder so. Und was ständig passiert, ist, dass man irgendwo schon was eintippt oder man hat den Eingabefokus an der falschen Stelle und man tippt dann. Und dann sollte natürlich auch eine Rückmeldung dazu kommen, die einen darauf hinweist, dass man gar nicht tippen kann an dieser Stelle. Das heißt, diese Art der Meldung ist sinnvoll. Nur so ist sie nicht unbedingt sinnvoll. Warum nicht? Weil man sie wegklicken muss. Ich muss ja explizit auf OK klicken. Jetzt mal von OK abgesehen. Muss ich explizit dorthin klicken. Das heißt, ich habe noch einen zusätzlichen Schritt. Ich habe sowieso schon meine Zeit damit verschwendet, dass ich irgendwas eingetippt habe ins Nirvana hinein. Und dann muss ich auch noch zur Maus wechseln und dann da auch noch explizit hinklicken. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten, solche Rückmeldungen dann zu machen. Ihr habt sie vorhin vielleicht mal bei mir gehört, als ich hier im Vorfeld mit den Folien ein bisschen hantiert habe und dann wollte ich weiter über die erste Folie hinaus nach oben gehen und dann machst du bang, 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 bang. Das ist dann auch eine Möglichkeit der Rückmeldung an dieser Stelle. Man muss dann jetzt nicht übermäßig differenziert werden und regelrecht geschwätzig sein, dass man da so einen Text hinschreibt. Auch der Text wäre okay, wenn er ohne okay da wäre und würde einfach so eingeblendet und würde dann selber wieder verschwinden oder so. Geht ja auch, ist auch eine Möglichkeit. Gut, damit haben wir eigentlich die Kriterien für die Rückmeldung. Unmittelbarkeit, Lokalität, Differenziertheit. Das sind drei Anforderungen an die Rückmeldung, die man sich merken sollte. Mit denen man Rückmeldung erheblich besser gestaltet. Ich habe schon gesagt, Differenziertheit gibt es nicht nur bei Rückmeldungen. Warum nicht? Naja, der Hinweis, dass ich darstellen muss, was alles meine Handlungsoptionen sind, habe ich ja nicht nur bei Rückmeldung. Oder alles ist eine Rückmeldung, aber dann brauche ich nicht darüber zu sprechen. Gucken wir uns hier mal wieder was Historisches an. VisiCalc. Wer kennt VisiCalc? Habe ich für VisiCalc was erzählt? Nee, ne? In der historischen Vorlesung? Nein, ich glaube nicht. VisiCalc war der Durchbruch für den Apple II im Büro. Da hat jemand, ein Student meine ich, hat für sich ein Programm geschrieben, wo er meinte, da kann er diese ganzen vielen Berechnungen an der Tafel besser mitmachen. Der hat die Tabellenkalkulation erfunden. Habe ich, glaube ich, doch gezeigt. Ich glaube, im Video kam das vor. Und das ist VisiCalc, die Tabellenkalkulation. Aber diese Tabellenkalkulation ist von der GUI her für heutige Maßstäbe also sehr gewöhnungsbedürftig, weil man nie sieht, was man alles tun kann. Es wird einem nie gesagt, was man alles für Eingabenmöglichkeiten hat. Ich habe einfach nur diese Darstellung da oben und habe diese eine markierte Zelle. Dann muss ich zum Beispiel überhaupt schon mal wissen, dass ich die Leertaste drücken muss, um zwischen oben, unten und rechts, links für diese Zelle umzuschalten. Das liegt daran, dass die frühen Apple IIs keine vier Pfeiltasten hatten, sondern nur zwei. Gut, technische Einschränkung. Aber ich kann ja auch noch andere Sachen machen. Ich möchte zum Beispiel das abspeichern. Wie speichere ich das ab? Steht nirgends, wie ich abspeichere. Nirgends. Ich kann die Schrägstrich-Taste drücken. Wenn ich die Schrägstrich-Taste drücke, dann bequemt sich das System mir mitzuteilen, welche Tasten ich jetzt alle drücken kann, welche Kommandos ich alle ausführen kann, nämlich B, C, D, F, G, I, M, P, R, S, T, V, W und Minus. Aber was das ist, weiß ich nicht. Das heißt, ich muss es entweder mühselig durchprobieren oder ich habe sehr viel Erfahrung in VisiCalc oder ich brauche das Handbuch. Aber das User-Interface gibt mir keinen Hinweis darauf. Ich habe keine
Differenziertheit. Ich habe kein vernünftiges Feed-Forward bei VisiCalc. Und das liegt nicht daran, dass diese Geräte das nicht gekonnt hätten. Wenn wir uns andere Beispiele angucken, oben das Programm WordStar war eines der ersten, verbreiteten Textverarbeitungsprogramme. Einige Autoren arbeiten heute noch gerne damit, weil es manchmal so Sachen besonders schnell kann. Aber da steht alles da oben. Da steht, ich kann Steuerung S drücken, ich kann Steuerung A drücken, ich kann Steuerung E drücken und es steht auch daneben, was das bedeutet. Und mit dieser Art und Weise habe ich natürlich viel mehr Möglichkeiten. Ich kann also kann das Programm richtig erkunden. Ich habe ein Feed-Forward über die Handlungsmöglichkeiten, die mir gegeben sind. Das Programm hat es natürlich auch angeboten, dass man das oben wegmachen kann, dass man das ausblenden kann. Weil man sieht ja, es nimmt ja fast die Hälfte des Bildschirms ein. Das ist ja auch nicht so schön. Muss ja nicht sein. Anderes Programm, Apple Works, auch so Mitte der 80er Jahre, da konnte man eine Taste drücken und dann wurde einem so ein Hilfe-Screen angezeigt und da standen die auch alle drauf. Immerhin. Ne? Die andere Sache ist eigentlich sogar besser. Die Apple Works, die WordStar-Anzeige ist eigentlich die bessere. Sprich, man kann die Differenziertheit in Bezug auf Feed-Forward verallgemeinern. Es sollten eigentlich immer alle Handlungsmöglichkeiten angezeigt werden. Wenn das nicht geht, warum kann das nicht gehen? Das könnte zum Beispiel sein, dass es einfach wahnsinnig viele sind. Und ich kann ja nicht den ganzen Bildschirm damit vollschreiben, was alles möglich ist, dann aber keine Möglichkeit dafür lassen, auf dem Bildschirm auch noch was zu tun. Dann muss ich aber zumindest die Handlungsmöglichkeit zur Anzeige der Handlungsmöglichkeiten verfügbar machen. Ne? Gut. Gucken wir uns ein paar schöne Fehler an, die dabei häufig passieren. Modernere Fehler. Ne? Wir müssen uns ja nicht in den 70er und 80er Jahren herumtreiben. Die oberen beiden sind ganz komische Fehler, die sich Microsoft ausgedacht hat. Ich glaube, dass diesmal bei Windows 10, bin mir aber nicht 100% sicher, kann auch schon bei Windows 8 so gewesen sein. Man kriegt Rückmeldungen, sind es tatsächlich Rückmeldungen, zu etwas. Und da ist dann immer nur ein Button drauf. Möchten Sie dieses Gerät wirklich entfernen? Dann steht da Ja. Und diese App und alle dazugehörigen Infos werden deinstalliert und dann steht Deinstallieren da. Ja, komisch. Also, wenn wir uns jetzt mal nach anderen Kriterien sagen, haben die das ganz gut gemacht. Also, das Feedback ist gegeben, die Differenziertheit ist nicht besonders gut, weil immer steht diese App und dieses Gerät. Aber das ist ein bisschen dadurch, dass man Lokalität angewandt hat, gelöst. Die Meldung ist immer an der Stelle, auf das es sich auch bezieht. Aber wieso habe ich denn immer nur eine Möglichkeit? Was ist denn das für eine komische Auswahl? Und man stellt dann irgendwie fest, man hat nicht nur eine Möglichkeit, man hat auch noch eine zweite Möglichkeit. Man kann auch das Gerät nicht entfernen, nämlich indem man neben diese Meldung klickt oder tippt. Oder man kann auch die App nicht entfernen oder nicht deinstallieren, indem man daneben tippt. Das ist ja gut und schön, dass man das kann, weil es auch einfacher ist. Also gerade wenn man so ein bisschen mit so einem Touchscreen, dann ist man ja vielleicht irgendwie grobmotorik zugange und hat versehentlich auf irgendwas draufgedrückt und möchte das nicht. Und dann ist es ja schön, wenn man das rückgängig machen kann, indem man einfach woanders hin tippt. Aber warum denn nur? Also es ist doch absolut unsinnig, die zweite Auswahlmöglichkeit nicht anzubieten. Auch hier im Apple-Fall, diese Felder hier öffnen sich, wenn man doppelklickt, auf Fronleichnam zum Beispiel, habe ich doppelklickt, da könnte ich diesen Termin bearbeiten, was ich hier nicht kann, weil es ein automatischer Termin ist, einen Feiertag kann ich nicht bearbeiten. Aber wie kriege ich das wieder weg? Da muss ich auch irgendwo ins Nichts daneben klicken. Auch da würde es sich durchaus anbieten, einen expliziten Schließen-Button zusätzlich anzubieten. Platz ist ja genug. Immer Handlungsmöglichkeiten, die man hat und vor allen Dingen die, die jetzt akut anstehen, auch anzeigen. Nie die Handlungsmöglichkeit verstecken. Es gibt große Kandidaten für das Verstecken von Handlungsmöglichkeiten. Das Verstecken in einem Rechtsklickmenü ist eine solche. Rechtsklickmenüs, also mache Rechtsklick und ein Pop-up-Menü kommt dann, hat einen Vorteil, es ist nämlich lokal. Es ist lokal da, wo ich es aufgerufen habe. Aber wenn derjenige, der das Programm benutzt, gar nicht weiß, dass es solche Menüs gibt und diese Menüs auch nie aufruft, findet er dann die ganzen
Möglichkeiten nicht. Also nie nur dort. Und Gesteneingaben. Gesteneingaben sind eine der größten Fehlerquellen momentan. Windows 8 nehmen wir da als Beispiel. Man konnte bei Windows 8 von der rechten Seite, wenn man den Finger von der rechten Seite über den Bildschirm zog, über den Rand zog, kam so ein Menü, ein zusätzliches Menü. Man hatte keinen Hinweis darauf, dass es dieses Menü gibt. Wenn man das nicht einmal zufällig gemacht hat oder im Handbuch gelesen hat, also im Prinzip auf der gleichen Stufe, wie wir eben bei dem Apple II waren, ist man da nicht hingekommen. Was hätte man machen können? Man hätte einen kleinen Hinweis doch nur geben müssen. Zum Beispiel so eine kleine Lasche, dass man rechts am Bildschirmrand so eine kleine Lasche einblendet, dass man da was rausziehen kann. Und schon hätte man einen Hinweis darauf gehabt, da gibt es ja offensichtlich noch mehr, da sind Handlungsmöglichkeiten versteckt. Was gibt es noch an Feedforward? Vorschauen sind Feedforward. Jede Art von Vorschau ist ein Feedforward. Das heißt, ich gebe eine Rückmeldung darüber, wie das Ergebnis wäre, wenn ich was tun würde. Also wenn ich zum Beispiel die Datei öffnen würde, dann würde ich dieses Dokument sehen. Oben, das ist aus Office, Microsoft Office. Wenn ich ein entsprechendes Kästchen anklicken würde, dann würde es so aussehen, wie das, was da ist. Eine Vorschau ist immer eine differenzierte Rückmeldung. Immer ins nach vorne geguckte, differenzierte Rückmeldung. So, jetzt habe ich hoffentlich die Differenziertheit nicht komplett totgeredet, sondern euch klargemacht, dass das eigentlich fast eine der wichtigsten Sachen überhaupt ist, was Erfolg von Software angeht. Und vielleicht auch die, das ist so ein bisschen eine Spekulation unsererseits, die Intuitivität ausmacht. Wenn ihr mal guckt, Software wird ja ganz oft damit beworben, dass das intuitiv ist. Diese Software ist intuitiv. Selbsterklärend wird auch gerne gesagt. Das ist also eines der größten Werbeversprechen. Intuitive, selbsterklärende Software. Was heißt das überhaupt? Das ist natürlich überhaupt nicht definiert, deswegen kann das jeder über seine Software sagen und tut auch fast jeder. Aber was ist es denn, was macht es denn aus, diese Intuitivität? Einerseits ist natürlich oft gemeint, dass der Nutzer schon weiß, wie man sie bedient. Gut, das ist klar, also da spielen dann ganz viele Konventionen eine Rolle. Also, dass zum Beispiel eine neue Textverarbeitung, die ich kaufe, ähnlich gestaltet ist wie eine Textverarbeitung, die ich kenne und auch ähnliche Icons benutzt wie die ich kenne oder sowas. Oder wie das Beispiel mit den Videorekorder-Buttons, die man schon kennt und so. Das ist natürlich auch Intuitivität, klar. Aber einigermaßen langweilig. Wenn es jetzt irgendwas anderes ist, was Komplexeres ist, dann kann man sagen, diese Kriterien zur Rückmeldung und die darüber weitergehende Kriterien zur Differenziertheit, das ist eigentlich das, was die Intuitivität einer Software ausmacht. Handlungsfolgen sind sofort sichtbar. Das ist Unmittelbarkeit. Wenn ich das nicht habe, kann ich eigentlich keine wirklich intuitive Software haben, weil dann mache ich eine Eingabe und das Resultat sehe ich gar nicht oder erst verspätet. Rückmeldungen sind dort, wo man auch handelt. Das heißt, ich sehe eine Rückmeldung immer sofort. Ich kriege auch zum Beispiel eine fehlerhafte Eingabe immer sofort mit und nicht erst Sekunden später, Minuten später. Folgen werden erläutert, noch bevor sie eintreten. Das heißt, ich habe so eine Meldung und alle Handlungsfolgen werden auch erläutert. Wichtig. Ne? Wenn ich das nicht habe, kann es nicht intuitiv sein, weil dann stehe ich ja davor, habe lauter Möglichkeiten, A, B, C, D, I, F, G, und weiß nicht, was sie machen, wie soll das intuitiv sein? Und alle möglichen Handlungsoptionen werden auch dargestellt. Dadurch kann ich auf den Gedanken kommen, sie alle mal auszuprobieren oder kann eine informierte Entscheidung darüber treffen, welche ich machen will. Wenn die mir gar nicht dargestellt würden, kann es nicht intuitiv sein, dann muss ich sie ja irgendwo anders herbeziehen, muss ich ein Handbuch lesen oder sowas. Und jetzt kann man sagen, da hat mir jetzt ein Kollege gesagt, das darf ich hier nicht erzählen, ich darf nicht Latex-Strecht reden. Ich weiß nicht, wer von euch techt viel? Ja, schon einige. Das hat natürlich so seine Vorteile. Ne? Also Satzen in Tech, ich will das nicht wirklich schlecht reden. Das ist ja auch Unsinn. Genauso könnte ich ja auch über alle möglichen Programmiersprachen sprechen. Natürlich sind die wirklich, sind die natürlich notwendig und LaTeX hat natürlich auch seine Vorteile, gerade was wissenschaftliches Setzen angeht, wenn man viele Formeln setzt und sowas. Aber
Textverarbeitung mit LaTeX ist weniger intuitiv als Textverarbeitung in Word. Und ich glaube, das würde auch so ziemlich jeder sagen, der TeX benutzt. Der würde ja jetzt ja nicht sagen, ach hier, Oma, dein Brief, schreib den doch mal hier in TeX. Ne? Das würde man nicht sagen, sondern man würde annehmen, naja, mit so einem Word, da kann man sich besser zurechtfinden, ist irgendwie intuitiver. Das liegt genau an diesen Sachen, die Rückmeldungen sind einfach schlechter. Wenn ich in TeX einen Text habe, den Quelltext habe, dann mache ich die Änderung im Quelltext, die Änderung ist nicht sofort zu sehen. Und sie ist auch nicht an dieser Stelle zu sehen. Also natürlich, der geänderte Text ist zu sehen, aber was das bewirkt, wird erst nach Kompilieren oder vielleicht, wenn man so ein Ding hat, was das automatisch macht, aber dann in einem Fenster daneben. Also man hat auf jeden Fall so eine Trennung da drin. Man hat Trennung in Sachen Lokalität und auch in Sachen Differenziertheit, weil ich nicht sagen kann, einen Moment, weil ich nicht sagen kann, was alles möglich ist. Das TeX hilft mir da ja nicht. Ich muss TeX kennen, damit ich weiß, was ich da alles machen kann. Ich habe nicht irgendwie eine Auswahl von Buttons, die ich anklicken kann. Bitte. Ja, das ist das, was ich als erstes meinte, ne? Also hier, dass man schon weiß, also wenn man auf Konventionen geht, auf etablierte Standards oder so, das ist, glaube ich, das, was du meinst mit Best Practices, das würde natürlich auch zur Intuitivität gezählt. Man kann alles Mögliche dazu zählen. Also Intuitivität ist ein nicht definierter Begriff. Nur, wofür ich plädieren wollte, ist, gerade wenn man in so einem Bereich unterwegs ist, wo es das vielleicht gar nicht gibt, also ich mache eine ganz neue Software, gut, dann gibt es natürlich irgendwelche Sachen, also das gibt es natürlich immer, dass ich einen Button so gestalte, wie Buttons aussehen oder so. Aber darüber hinausgehend, was dann die Funktionalität angeht, da würde ich sagen, ist gerade diese Rückmeldung und die Differenziertheit im Blick, was von nach vorne, also Rückmeldung nach vorne, das, was es ausmachen könnte. Ne? Gut. Jetzt haben wir Rückmeldung gehabt, haben Differenziertheit ein bisschen genauer besprochen, aber da gibt es natürlich noch mehr. Also zum einen habe ich eben eine Frage selbst aufgeworfen, was passiert eigentlich, wenn ich eine Unmittelbarkeit nicht sofort herstellen kann? Darüber reden wir gleich, wenn wir heute noch dazu kommen. Vorher aber noch eine Sache, die ja auch passieren kann. Ich kann ja solche Meldungen oder die Notwendigkeit für irgendwelche Unterbrechungen am Computer auch bekommen, ohne dass es sich direkt um eine Rückmeldung handeln würde. Also zum Beispiel, ich arbeite am Computer und irgendwann sagt mir der Computer, deine Festplatte ist voll. Das ist ja so eine, da muss auch irgendwas passieren, da muss irgendeine Meldung an mich herangetragen werden. Sie ist aber nicht direkt eine Rückmeldung auf meine Handlung. Oder nur durch ganz eigenartige Interpretation, weil natürlich habe ich sie auch voll gemacht und so gesehen ist dann das Vollsein auch eine Rückmeldung. Aber das ist jetzt irgendwie auf einer anderen Ebene Rückmeldung. Oder ich verwende ein Chatprogramm und mich chattet jemand an. Das ist auch keine Rückmeldung, zumindest nicht in Bezug auf die Anwendung, ne? Sondern ja auf die andere Person, die mich anchattet. Solche Sachen würde ich als Ereignis bezeichnen, die auftreten können. Unabhängig von meiner Handlung können solche Ereignisse auftreten. Und da ist es wichtig, dass ich Attentionalität herstelle. Das heißt, dieses Ereignis darf nicht einfach so irgendwo vorbeirauschen, sondern das muss mir auch bewusst werden. Aktuelles Thema übrigens ja auch, dass man heute vielleicht häufig das Problem hat, dass man sogar viel zu viele Ereignisse ständig bekommt. Das sind aber eher die Ereignisse, die mit Kommunikation mit Menschen irgendwie zu tun haben. Ne? Also, dass ich ständig angechattet werde, dass immer so WhatsApp-Nachrichten irgendwo durchlaufen oder irgendwie sowas. Um sowas soll es jetzt nicht gehen, sondern es geht jetzt wirklich um Ereignisse, dass das System mir ein Ereignis zukommen lassen muss. Zum Beispiel der Export ist fertig oder der Festplatte ist voll. Gut, was kann ich machen? Attentionalität, die Aufmerksamkeit muss gezogen werden. Ja, denken wir zurück, was hatten wir für Techniken? Wir haben zum Beispiel schon mal über Blinken gesprochen. Ich kann den ganzen Bildschirm blinken lassen. Ich kann eine Meldung auf dem Bildschirm blinken lassen. Ich kann in der Taskleiste bei Windows oder im Dock bei Mac etwas blinken lassen, beziehungsweise bei Mac fangen die Icons dann in der Taskleiste an zu springen. Wenn so ein Programm was will, dann springt das Icon da drin. Das erzeugt Aufmerksamkeit. Das liegt an den Eigenschaften der peripheren Wahrnehmung, wenn ihr euch zurückerinnern möchtet daran. Ich kann
auch noch andere Sachen machen. Nämlich zum Beispiel kann ich eine Klangausgabe verwenden. Das ist gerade bei so Langläufer-Sachen, also irgendwann ist ein Prozess fertig und am Ende möchte ich darauf hingewiesen werden, ist so eine Klangausgabe manchmal gar nicht schlecht. Weil es ja zum Beispiel sein kann, dass derjenige gar nicht an dem Computer sitzt und deswegen auch ein Blinken gar nicht so mitkriegen würde. Aber ein Klang ist natürlich eine gute Sache. Dann kommt ein Klang und dann macht es irgendwie plopp und dann hört man das und dann guckt man dahin. Vibrieren ist gerade bei neueren Geräten, bei mobilen Geräten eine Möglichkeit, Attentionalität hinzubekommen. Und, wichtig natürlich, eine modale Meldung. Was heißt das modal? Modal heißt, ich muss die erst wegklicken. Ich kann nicht weitermachen, ohne dass diese Meldung weggeklickt werden muss. Das ist natürlich sehr disruptiv. Das heißt, wenn ich irgendwie am Computer irgendwas mache und dann kommt eine Meldung rauf, die sich auf irgendwas ganz anderes bezieht und ich muss die erst explizit wegklicken, das darf ich nur machen, wenn es auch wirklich wichtig ist. Sonst sollte ich solche Sachen wirklich stark vermeiden. Also dann blieben wir bei den nicht so disruptiven Techniken, Blinken, Klang, Vibrieren. Aber auch diese drei Techniken sind natürlich, naja, gefährlich. Ich meine, was schaltet ihr an euren Geräten im Zweifelsfalle ab? Blinken kann man meistens nicht abstellen. Aber Klangausgabe und Vibrieren ist etwas, was man gerne mal abstellt. Ich bin auch zum Beispiel euch sehr dankbar, dass diejenigen, die hier Laptops im Plenum verwenden, nicht irgendwelche Sound-Themes anhaben, die jetzt laut tröten oder sowas und uns das ständig mitteilen. Ne? Das ist etwas, das schaltet man schnell ab, weil es in bestimmten Situationen stört. Es stört aber auch vor allen Dingen dann, wenn es vom Design her schon übermäßig eingesetzt ist. Das Problem bei Klang ist, und bei Vibrieren gilt eigentlich das Gleiche, ich kann zwar weggucken, also ihr kriegt es gut hin, euch hinzusetzen und nicht auf die Folien zu gucken oder mich nicht anzugucken, aber ihr kriegt es wahrscheinlich nicht hin, nicht zu hören, dass ich hier spreche. Ihr könnt mir nicht zuhören, das geht. Aber dass hier jemand spricht, ne, das kann dann nervig sein, wenn man den nicht hören will. Ne? So, das will man natürlich nicht. Das heißt, wenn man dann eine Software so gestaltet, dass die ständig klärt und plärt, dann nervt die ständig. Das sollte man vermeiden. Und wenn man es überhaupt gestaltet, muss man darauf achten, dass diese Sachen abschaltbar sind. Sonst entstehen diese ja, nervenden Sachen. Der Unterschied ist halt, Klänge sind aufmerksamkeitsfordernd. Das ist das, was man erreichen will und gleichzeitig das, was gefährlich sein kann. Es hat mal Versuche gegeben, die Desktop-Metapher und alles, was da noch so drumherum ist, also das User-Interface, mit Sounds anzureichern. Man hat dann gedacht, na, dann wird das irgendwie noch plausibler, noch plastischer alles, wenn da auch immer so Sounds abgespielt werden. Bei jeder Eingabe oder sonst wo. Der alte Atari ST hatte so ein Tastaturklicken. Also ich weiß mal, wenn man auf eine Taste klickt, dann macht der blink, 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 blink. Konnte man abschalten, glücklicherweise. War einigermaßen nervig. Da war das schon so. Aber es kam auch später nochmal auf. Unter anderem bei IBM oder wie ich es jetzt euch zeigen möchte, bei Apple. Mac OS 9 zeige ich euch jetzt. Jetzt weiß ich nicht, ob die Lautstärke richtig eingestellt ist. Vielleicht muss ich es justieren. Ihr seht jetzt Mac OS 9. Es klingt fast wie in so einem, als würde man irgendwie so einen Film lustig mit lustigen Sounds hinterlegen wollen. Ne? Die Funktion habe ich darin eingestellt, aber auch nur wirklich, um einmal dieses Video zu machen. Ansonsten ist das echt absolut nervtötend und hat auch keinen wirklichen Vorteil. Also dass man zum Beispiel, man sieht ja tatsächlich, wenn man ein Fenster verkleinert, dass man es verkleinert hat. Es braucht keine Soundunterstützung davon. Wo man überlegen kann, ist zum Beispiel Tippgeräusche beim Handy. Da könnte man drüber nachdenken, weil wie gesagt Touchscreens mitunter auch mal ein Tippen vielleicht nicht so nehmen. Allerdings auch da schalten die meisten Leute das ab. Vibrieren ist vielleicht dann die bessere Möglichkeit mit so einer ganz leichten Vibration, dass man so den Eindruck hat, man hätte einen Widerstand gehabt. Beim Drücken. Gut, fassen wir diese Kriterien gerade mal einmal zusammen. Unmittelbarkeit, ich möchte
dafür sorgen, ich muss dafür sorgen, dass eine Rückmittlung unmittelbar erfolgt, innerhalb ziemlich kurzer Zeit, sonst entstehen ganz verheerende Fehleingaben und wenn es zu lange dauert, findet auch keine Zuordnung mehr statt zwischen Ursache und Wirkung. Das übrigens auf der Folie noch stand, ich vergessen habe zu sagen, in solchen Multitasking-Umgebungen wie den heutigen, hier ist das natürlich noch viel schlimmer. Wenn ich das Ganze in einem Programm habe, was nur eine Sache tut, dann ist die Sache mit Ursache-Wirkung immer noch relativ einfach zu erklären. Ne, weil das, was ich in dem Programm gemacht habe, muss auch die Wirkung in dem Programm gemacht haben. Ich hatte mal hier so ein Chatprogramm, das hatte die Eigenart, das war dann auch eine Klangausgabe, ich habe einen Text geschrieben und wenn es den Text weggeschickt hat, hat es einen Klang verschickt. Aber so verzögert, dass immer der Klang zum Verschicken dann kam, wenn ich schon wieder auf das andere Programm zurückgewechselt habe. Das heißt, ich habe dann meistens gedacht, man hätte mir schon geantwortet und habe dann da wieder zurück hingewechselt. Ne? Also in solchen Multitasking-Situationen ist das noch nervtötender. Lokalität bedeutet, die Rückmeldung da zu geben, wo die Eingabe auch passiert ist. Also da, wo die Lokalität der Eingabe ist, sollte auch die Lokalität der Rückmeldung sein. Das ist eine ganz einfache Kopplung an dieser Stelle. Differenziertheit, das Komplexeste von diesem Ganzen, die Leute in die Lage versetzen, informiert handeln zu können. Das heißt, ihnen Hinweise dazu zu geben, was war, aber auch was kommen kann, was wird. Ja, das ist die Differenziertheit. Und dann noch die Attentionalität als quasi letztes Kriterium, was so ein bisschen abgesetzt ist von den oberen, weil das eines ist, was die Aufmerksamkeit auf den Computer zieht. Das heißt im Prinzip, ich kann ja bei so einer Meldung, wie zum Beispiel Festplatte voll, nicht mit Lokalität argumentieren. Weil so, woher will ich wissen, wo der Nutzer zu diesem Zeitpunkt hinguckt und ob er überhaupt auf den Bildschirm guckt. Das kann ich ja gar nicht wissen. Also brauche ich weitere technische Methoden und die haben wir unter der Anforderung Attentionalität zusammengefasst. So, als nächstes geht es darum, wie ich es zum Beispiel hinkriege, Unmittelbarkeit herzustellen, wenn Unmittelbarkeit nicht möglich ist, wenn also zum Beispiel etwas lang rechnet oder wenn der Prozess komplex ist. Aber angesichts der fortgeschrittenen Zeit und der Länge dieses Themas erzähle ich euch das nicht mehr heute, sondern erzähle euch das erst beim nächsten Mal. Würde jetzt sagen, bis zum nächsten Mal, es sei denn, es gibt noch eine Frage zu dem, was ich gerade erzählt habe. Das scheint nicht der Fall zu sein, oder zumindest traut sich keiner. Dann bis zum nächsten Mal.